Für das künftige Gefängnis in Marienthal entsteht derzeit die Zufahrtsstraße. Sie beginnt in der Nähe der Diskothek Nachtwerk. Anfang der Woche haben die Arbeiten dazu begonnen. Zuerst musste ein regelrechter Urwald an Gestrüpp und zum Teil auch Unrat beseitigt werden. Die künftige Straße führt quer durch das Gelände. Besonders tragfähig ist der Untergrund aber nicht. Deshalb muss er mit einem speziellen Verfahren verdichtet werden, mit der sogenannten Rüttelstopftechnologie. Diese kam auch schon beim Bau des künftigen Jobcenters am Pölbitzer Platz zum Einsatz. Unter enormem Druck werden Schottersteine bis zu 8 Meter in die Tiefe gepresst, um dem Boden eine größere Stabilität zu geben. Die Bauarbeiter bereiten gerade den Boden dafür vor, dass dann die Rüttelstoffsäulen eingebracht werden können. Wir bewegen uns hier auf recht schwierigem Baugelände. Das heißt, im Untergrund war eine Lehmgrube. Die ist bereits zu DDR-Zeiten verfüllt worden mit allen möglichen, mit Müll, mit Schlacke, mit Keramik, also alles, was man damals so angefunden hat. Und das macht natürlich den Baugrund besonders schwierig. Und um den zu stabilisieren, werden auf diesem Bereich dann dieser Lehmgrube diese sogenannten Rüttelstopfsäulen eingebracht. Damit ist es in puncto Baugrundvorbereitung aber noch nicht getan. Beim Bau der Straße müssen noch weitere Gegebenheiten im Gelände berücksichtigt werden. Wir haben verschiedene Bereiche. Einmal die ganz kritischen Bereiche am Anfang hier der Baustrecke. Dort kommen die Rüttelstoffsäulen. Etwas weiter hinten werden dann der Baugrund stabilisiert mit Geogitter. Und im ganz hinteren Bereich, dann haben wir die wenigsten Probleme. Und wenn diese Vorarbeiten, diese Spezialtiefarbeiten dann erledigt sind, dann kommen die eigentlichen Straßenbauarbeiten, das heißt Frostschutz, Asphalt, wie das üblich ist halt im Straßenbau. Bis November soll dieser erste Abschnitt der Straße fertig sein. Bis zur Eröffnung des Gefängnisses dient sie als Baustraße. Teil 2 dieser Zufahrt ist ein schon bestehender Weg entlang des RAW-Geländes. Stellen wir im Moment erstmal nur als Baustraße her. Das hat folgenden Grund. Der Freistaat beginnt jetzt erst mit den Planungen für die JVA. Und das heißt, es steht noch nicht genau fest, wo denn eigentlich die Zufahrt genau hinkommt zu dieser Justizvollzugsanstalt. Und aus dem Grund haben wir uns entschlossen, erstmal den zweiten Bereich nur als Baustraße herzurichten, dass die ganzen Transporte über diese Straße erfolgen können. Abbruch und die Transporte dann für den Neubau der JVA. Und wenn der Freistaat dann seine Planung auf den Tisch legt, dann werden wir den zweiten Bauabschnitt ertüchtigen als Erschließungsstraße. Der künftigen Straße mussten einige Gärten und die darauf stehenden Gartenlauben weichen. Betroffen war aber nicht die gesamte Anlage. Wenn das neue Gefängnis eines Tages steht, müssen sich die verbliebenen Kleingärtner aber keine Sorgen machen, dass auf der Zufahrt zu viel Verkehr wäre. Auf dieser Straße kommt man tatsächlich nur zum Gefängnis. Und wer, außer den Justizangestellten, fährt schon freiwillig zum Knast?